Bin ich ein Betrüger, wenn ich statt der niedrigeren Rente das höhere Krankengeld weiter beziehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bekomme manchmal ganz kuriose Anfragen auf Rentenbescheid24.de ein. Unter anderem, ich beziehe seit Dezember 2021 Krankengeld von ca. 2600 Euro monatlich. Mitte des Jahres März 2022 habe ich einen Bewilligungsbescheid oder einen Feststellungsbescheid bekommen, dass ich den Grad der Behinderung von 50 habe. Ich könnte dann also sozusagen jetzt schon zum 01.04.2022 abschlagsfrei eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen bekommen, dann aber nur in Höhe von 2100 Euro im Monat netto. Die Regelaltersrente würde ich zum 01.07.2023 bekommen und mein Krankengeld läuft irgendwann mal dieses Jahr oder nächstes Jahr aus. Muss ich mich jetzt dabei schlecht fühlen? Bin ich ein Betrüger, wenn ich nicht die Rente beantrage, sondern weiterhin mein Krankengeld bekomme? Meine Damen und Herren, wer rechtmäßig in Deutschland Krankengeld bezieht mit einem Bescheid, der muss sich über diese Frage gar keine Gedanken machen. Nein, natürlich sind Sie kein Betrüger und auch kein moralischer Betrüger und Sie hintergehen auch keinen Betrugstatbestand gegenüber der Krankenkasse, wenn Sie weiterhin Ihr höheres Krankengeld beziehen und sozusagen die niedrigere Rente nicht in Anspruch nehmen. Das ist Ihr gutes Recht. Solange wie die Krankenkasse Ihnen Ihr Krankengeld gewährt, solange haben Sie Anspruch auf das Krankengeld und zwar bis zur entsprechenden Höchstdauer von maximal 78 Wochen inklusive der Entgeltfortzahlung. Der Vorteil für Sie ist, in so einer Konstellation, bei der Möglichkeit der Wahl zwischen dem Krankengeld und der vorgezogenen Altersrente, dass die Krankenkasse Sie gar nicht auffordern darf, die vorgezogene Altersrente in Anspruch zu nehmen. Das darf sie nicht. Erst wenn Sie Ihre Regelaltersgrenze erreichen, bekommen Sie einen netten Hinweis von der Krankenkasse, meistens ein paar Monate vorher, stellen Sie doch mal bitte jetzt Ihren Rentenantrag. Denn wenn Sie Ihre Regelaltersrente nicht beantragen, bekommen Sie ab Vollendung der Regelaltersgrenze oder mit Ablauf des Monats, in dem Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben, von uns kein Krankengeld mehr. Das hat aber nichts mit dieser Fallkonstellation zu tun. Das heißt also, Sie dürfen sich aussuchen, ob Sie das höhere Krankengeld in Anspruch nehmen oder nicht. Und es hat noch einen Vorteil für Sie. Mit dem höheren Krankengeld bekommen Sie selbstverständlich auch weiter Entgeltpunkte für Ihre Rente gutgeschrieben auf Ihrem Versicherungskonto. Das heißt also, wenn Sie dann später nach dem Auslaufen des Krankengeldes in Rente gehen, haben Sie dann auch noch höhere Rentenansprüche, als wenn Sie jetzt zum 01.04. zum Beispiel die Altersrente mit deutlich weniger Einkommen in Anspruch nehmen. Deshalb machen Sie sich bitte keine Sorgen, Sie sind kein Betrüger und Sie dürfen das Krankengeld, das höhere Krankengeld, gerne weiter in Anspruch nehmen. Dafür haben Sie auch hart gearbeitet und viele Beiträge zur Krankenversicherung aus Ihrem Einkommen gezahlt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.